Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin. Also, lass uns zocken. Schön, dass du da bist. Okay, lass uns mal nochmal mit dem Server hier, Kai, sprechen. Vielleicht ist Hallo das wichtige Kate. Information Hallo, für ihn. Brian, was geht denn so? Dass der Kleine weiß, wo die Hütte ist. Weißt du, erzähl mir, bist du sicher, dass... Erzähl mir von der Hütte deines Großvaters. Ich weiß nichts Näheres, was dir helfen kann, sie zu finden. Nur was ich dir schon gesagt habe. Sie liegt im Nordosten Malers, neben einem kleinen Friedhof. Fest steht nur, dass sie nicht in der Nähe liegt. Wenn ich du wäre, würde ich alles vergessen und eine schöne Siesta machen. Ich drehe noch ein paar Runden um die Insel. Hallo, Akaua, Brian. Ich werde noch eine Runde meditieren. Mann, steh dazu. Du willst ein bisschen schlafen. Gut, der Junge. Boah. Der weiß, wo die Hütte ist. Oder zumindest. Er war nie da, aber er weiß, wo die ist. So. Dann müssen wir zu Lukelani gehen. Vielleicht kann sie uns helfen. Lukelani, ich möchte dich um etwas bitten. Entschuldige bitte, ich muss die schlechteste Kellnerin der Welt sein. Du wiederholst dich. Das habe ich nicht gemacht. Du wiederholst dich. Bist du sicher, dass du mir helfen möchtest? Bist du sicher, dass du mir nicht helfen möchtest? Ich möchte dir schon helfen, Kaimi. Das Problem ist, dass du es dir verdienen musst. Ja, ich weiß. Schreib nicht so, schließlich war ja... Boah, das sagen wir nicht. Komm. Hör schon auf, es gibt wichtige Dinge im Leben. Egal, vielleicht... Übertreib nicht so. Schließlich war er nur ein Papagei. Ein Kakadu, Kaimi. Und wenn du das glaubst, haben wir uns nichts mehr zu sagen. Ja, das haben wir verdient. Sowas zu sagen, ist nicht schön. Okay. Ich glaube, mit denen können wir nicht reden. Nö, ich komme nicht mal kann ihn ankriegen. Oh doch. Besser, ich störe ihn nicht. Ich möchte nicht plötzlich ohne Motorboot dastehen. Na gut. Oh. Ich repariere, was sie wegwerfen würden. Gut und preiswert. Der ist wirklich praktisch veranlagt, dieser Joshua. Kann man erfahren, was du gerade so tust, Joshua? Ich versuche, etwas Geld zu organisieren, weil ich langsam Hunger kriege und keinen Cent bei mir habe. Das nächste Mal, wenn Alpha mich schickt, um die Welt zu retten, soll er mir ein Fresspaket mit Kartoffelsalat und Würstchen vorbereiten, sonst spiele ich nicht mit. Rühr dich bitte nicht von der Stelle. Es würde mich nicht wundern, wenn wir fliehen müssten. Mach dir keine Sorgen, ich kann ganz schön schnell flitzen, wenn ich vor etwas weglaufen muss. Kartoffelsalat und was? Würstchen? Die Aliens essen sowas auch? Ja, klar. Okay. Wer kann uns... Moment. Da ist doch noch jemand. Komm schon, Brian. Nicht hier. So. Soldat O'Connor? Ja, Sir. Ja! Ich wollte etwas über Professor Pinguino. Wer ist eigentlich der andere? Professor Simon. Simon und den Pinguino? Also der ist klar. Aber der ist denn Professor Simon? Steig doch bitte. Nee, das nochmal nicht. Ich wollte noch etwas über Professor Pignon wissen. Ich stelle meine ganze Ignoranz in Ihre Dienste, Sir. Das ist nett. Hast du mal daran gedacht, dass du kannst und so weiter gibst? Weißt du. Mir das nicht. Hast du mal daran gedacht, dass ich dich ausliefern kann, weil du vertrauliche Informationen. Sie bringen mich in Verlegenheit. Ja, ich bin ein. Okay. Reden wir. Bleiben Sie zu ihr. Entschuldigung, aber das ist Zeitverschwendung. Das bedeutet,
Aber hier komme ich nicht weiter. Aber wir... Wie können wir mit dem reden? Hab ich das nicht versucht? Mit dann nochmal mit dem Colonel reden? Nicht wirklich. Ich möchte ja nur national ein paar Fotos vom Camp schießen. Ich möchte für National Geographic ein paar Fotos vom Camp schießen. Nur der Colonel kann dir erlauben, dich im Camp frei zu bewegen. Ich möchte nochmal mit dem Colonel reden. Schon wieder? Aber nur, weil ich es bin. Jeder andere hätte dich zum Mond geschossen. Behalte ihn im Auge, Felton. Bestand die Option immer? Also mit ihm zu quatschen? Leslie, der Zivilist von vorhin möchte nochmal mit dem Colonel reden. Verstanden. Felton, begleite den Zivilisten zum Zelt des Colonels. Los. Der Mann hier möchte mit dem Colonel sprechen. Einen Moment, Colonel. Danke, Felton. Sie, treten Sie näher, bitte. Jawohl. Aha. Ich notiere, Colonel. Name? Ryan Basco. Gut, Mr. Basco. Warten Sie hier. Mr. So und so möchte mit Ihnen sprechen, Colonel. Wer? Sagen Sie ihm, dass ich schlafe, Flowerpot. Aber Sie sprechen doch gerade, Colonel. Wahrscheinlich rede ich im Schlaf, Flowerpot. Nein, Papa, du bist einer von denen, die schnarchen. Boah, das ist das Gleiche. Soldat Flowerpot, Ihr miserables Gedächtnis ist unerträglich. Merken Sie sich eines in Ihrem grenzdebilen Hirn. In der Armee gibt es weder Väter noch Mütter. Treten Sie einen Moment näher. Ich werde Ihnen mal ein paar Dinge erklären. Und nimm den Waffenrock aus der Hose. Du siehst aus wie ein Muttersöhnchen. Lass uns rekapitulieren, Leslie. Warum glaubst du, nenne ich dich Flowerpot? Um dich lächerlich zu machen? Nein, der Name ist so blöd und unglaubwürdig, dass niemand auf die Idee käme, dass er falsch ist. Wenn die Truppe Wind davon bekommt, dass ich einen Trottel wie dich gezeugt habe, verliere ich jeglichen Respekt meiner Leute und dann kann ich einpacken. Verstehst du, mein Sohn? Sie sehen genauso aus wie die im Keller. Es würde mich nicht wundern, wenn sie von dort requiriert hätten. Schade, kein Mashcamp. Im Lazarett gibt es immer irgendwo eine Schwarzdestille. Andererseits gäbe es auch viele Verwundete und ich kann kein Blut sehen. Normalerweise wäre Kaffee mit Milch drin, aber in einem Armeecamp kann man nie wissen. Sie könnte voll Whisky sein. Vielleicht sogar Schießpulver. Etwas anderes. Was soll die Geschichte mit dem zu befreienden Mädchen? Du wirst Mama doch nicht betrügen, oder? Was ich in diesem Camp tue oder lasse, geht dich nichts an. Gehen Sie mir aus den Augen, Flowerpot. Sie können schon reingehen, Mr. Sowieso, wie auch immer Sie heißen mögen. Danke. Also doch. Ich sehe, es gefällt Ihnen, mir in die Eier zu treten. Antworten Sie! Warum sind Sie noch auf meiner Insel? Ehrlich gesagt wollte ich nicht mitkommen, meine Freundin wollte es. Ich das zu Ihnen gehört, das hat mir meine Freundin zugefallen. Deshalb, ich bin. Oh, okay, das ist was Neues. Ehrlich gesagt. Bin ich hier, weil ich bei der Kellnerin vom Playa Luana landen möchte? Das ist ein verlorener Krieg, mein Sohn. Vom Kommandanten bis zum letzten Rekruten haben alle meine Männer es versucht. Aber diese Frau ist zäher als die Montagsration. Und was ist mit Ihnen? Haben Sie es auch versucht? Natürlich! Ich hab nur so. Ist aber. Ich
Ich habe es versucht, aber sie ist in einen einäugigen Offizier verliebt und nimmt mich kaum zur Kenntnis. Ist das möglich? In Ordnung. Machen Sie, was ich Ihnen befohlen habe. Sagen Sie ihr, ich bin ein sensibler Typ. Ich mag Spaziergänge am Nachmittag, Essen bei Kerzenlicht am Abend und Napalmgeruch am Morgen. Das Letzte kann ich mir noch vorstellen. So, so glaube ich dir, aber das alles andere ist Bullshit. Okay, in Ordnung werden sie. Ich werde es ihr ausrichten, aber ich bin überzeugt, dass es besser wäre, das mit dem Napalm zu lassen und ihr stattdessen ein schönes Kompliment zu machen. Sie haben recht. Vielleicht ist sie zu jung, um Napalm zu kennen. Sagen Sie ihr, ich habe mich sofort in sie verliebt. Kaum, dass ich ihre prächtigen... Nein, das ist auch nicht gut. Mir wird schon etwas einfallen. In Ordnung. Ich rede mit der Kellnerin. Wenn Sie mir sagen, wo Sie meine Freundin haben. Sie spielen gerne mit verdeckten Karten, nicht wahr? Hüten Sie sich vor mir. Sehen Sie diese Zigarre? Glauben Sie mir. Es tut weh, wenn sie durch das verkehrte Ende auf der falschen Seite reinkommt. Ich wollte Ihnen noch etwas über die Kellnerin sagen. Sie wollen mir doch nicht sagen, dass Sie etwas mit ihr hatten, oder? Wahrscheinlich habe ich auch versucht. Wahrscheinlich haben Sie es auch versucht und sind auf der Stelle abgeblitzt. Sie werden langsam zum Angeber, Zivilist. Aber ich bin noch nicht besiegt. Ich folge einer Langzeitstrategie. Ich belauere Ihre Nachhut, ohne Ihre vorderste Verteidigungslinie aus den Augen zu verlieren. Hä? Natürlich. Ich habe versucht, bei ihr zu landen. Und um ehrlich zu sein, küsst sie nicht schlecht. Ein lausiger, unbeholfener Zivilist hat sich vor den Augen meiner Truppe Zugang verschafft. Kommen Sie schon. Erzählen Sie mir noch so ein Märchen. Ich möchte nicht über das Mädchen sprechen. Ich finde es nicht mal hübsch. Sie lügen. Oder Sie sind dümmer, als ich dachte. Egal. Ich weiß immer noch nicht, was Sie auf meiner Insel zu suchen haben. Ich warte auf Professor François Pignon. Die Ankunft des Professors ist ein militärisches Geheimnis. Wie zum Teufel haben Sie davon erfahren? Das Lächeln hat sich ja selbst gesagt. Ich habe ein Plakat gelesen, auf dem stand: Heute Willkommensfest für den neuen Franzmann, Baracke 17. Sie nutzen jede Gelegenheit, um ein Besäufnis zu veranstalten, diese Faulenzer. Und sie laden mich nicht mal ein. Tatsächlich hat er es mir selbst gesagt, weil wir Vettern sind. Er hat mich gerade angerufen. Sicher? Wie war nochmal Ihr Name? Pignon. François Pignon. Zu Ihren Diensten. Ihr Vetter wird mit Ihnen doch nicht über seine hiesige Mission geredet haben, oder? Ja, aber ich habe es gerade vergessen. Könnten Sie mir vielleicht auf die Sprünge helfen? Ich bin hier der Ranghöchste. Ich kann hier machen, was ich will. Und ich habe keine Lust, Ihrer Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Okay. Ja, Sie hatten mir etwas gesagt über das Zeug da und über das Ding da mit dem... Ich weiß nicht was. Die Dinger, die da bei Ihnen herumhängen. Dort? Ich sehe schon. Ein Meister der Wichtigtuerei. Ich rate Ihnen niemals, Poker zu spielen. Da ist noch eine Kleinigkeit, außer der Sache mit meinem Vetter François. Sie sind schon dabei zu verlieren. Ich wusste nicht, dass die Insel innen gehört. Ja, das hat mir schon, ne? Meine Freundin gefallen. Ja, ich wollte noch nicht hinkommen. Ich möchte mich nicht weiter mit Ihnen unterhalten. Lassen Sie uns eins klarstellen. Sie gehen nicht, weil Sie es wollen, sondern weil ich Sie rauswerfe. Ziehen Sie Leine, Zivilist! Na gut. War schön unterhaltsam, aber nicht gerade hilfreich.
Mag sein, dass er auf den Wellen ein Ass ist, aber auf der Hängematte macht er sich erbärmlich. Ups. Einverstanden. Mal sehen, ob ich mich diesmal mit dem apokalyptischen Reiter in Zwergengestalt verständigen kann. Ja, aber... Ich kann den Bildschirm nicht sehen, aber den schlichten Geräuschen nach muss das Spiel ziemlich alt sein. Nein. Keine Ahnung. Wer könnte uns helfen, die Insel zu finden? Ich hoffe, es lohnt sich, das schwere Teil mitzuschleppen. Mhm. Blöder, besoffener Affe. Er macht mir wieder schöne Augen, damit ich ein schlechtes Gewissen kriege und ihn an die frische Luft setze. Wisst ihr was? Ich weiß, was ist das für so einen Ort nicht ein bisschen übertrieben? Was glauben Sie denn, wo wir sind? In Pearl Harbor? Was? Oh, wo willst du hin? Hier bleiben. Hier. Reden wir nochmal mit ihm. Aber diesmal reden wir nicht mit dem Colonel. Wir reden mit dem Sohn. Wenn ich mir ein Mädchen verbringe. Ich möchte noch mal mit dem Colonel reden. Schon wieder? Aber nur, weil ich es bin. Jeder andere hätte dich zum Mond geschossen. Behalte ihn im Auge, Felton. Ich meine, wenn ich die Möglichkeit die ganze Zeit hatte, dann muss das Leslie, hier... Leslie, der Zivilist von vorhin möchte noch mal mit dem Colonel reden. Verstanden. Felton, begleite den Zivilisten zum Zelt des Colonels. Los. Boah, jetzt muss ich mir das nochmal anhören. Einen Moment, Colonel. Danke, Felton. Sie, treten Sie näher, bitte. Jawohl. Aha. Ich notiere, Colonel. Kann man das nicht überspringen? Nee. Ja. Warten Sie hier. Mr. So und okay, so das möchte wir mit Ihnen. Jetzt. Aber nein, Soldaten treten um die Nein. Das ist ja blöd gemacht. Okay. Hier müssen wir irgendwas bestimmt was finden. Wahrscheinlich ist das Leslies Frühstück. Ich will nicht wissen, was in denen drin ist, auf denen Vorsicht steht. Ich glaube nicht, dass es clever wäre, etwas zu. Ja. Da sind ein paar Kugeln. Ich glaube nicht, dass es clever. Du gibst mir. Ein uraltes. Ich könnte vielleicht um Hilfe telefonieren, aber es scheint mir nicht sehr sicher, dieses Telefon zu benutzen. Leslie und ich haben tatsächlich fast die gleiche Schrift. Gehen Sie mir aus den Augen, Flowerpot. Sie können schon reingehen, Mr. Sowieso. Danke. Wie ich sehe, leben Sie ja immer noch, Zivilist. Sind Sie gekommen, um mir endlich zu sagen, was Sie auf meiner Insel machen? Nein. Nein. Das ist alles neu. Alles das Gleiche. Ich möchte mich nicht weiter mit... Lassen Sie uns eins klarstellen. Sie gehen nicht, weil... Ja. Verschwind. Irgendwie stehe ich jetzt auf dem Schlauch.
Hallo nochmal, Kay. Aloha, Brian, was geht denn so? Erzähl mir, Sachen, Papagei, ja, das kenne ich. Erzähl mir von der Hütte, haben wir auch schon. Ich drehe noch ein paar Runden um die... Aloha, ich werde noch ein... Ja. Geh mal schlafen. Die kann uns helfen, der kann uns nicht helfen. Ich muss hier was sein. Hallo, Anna. Muss was sein. Wir brauchen ja doch den... Achso, ja genau. Ich möchte nochmal mit dem Colonel reden. Schon wieder? Aber nur weil ich es bin. Jeder andere hätte dich zum Mord. Behalt ihn im Auge, Felton. Also wir brauchen den Standort von der Hütte. Leslie, der Zivilist von vorhin möchte nochmal mit dem Colonel reden. Verstanden. Felton, begleite den Zivilisten zum Zelt des Colonels. Los. Der Mann hier möchte mit dem Colonel sprechen. Einen Moment, Colonel. Danke, Felton. Sie, treten Sie näher, bitte. Jawohl. Aha. Warten Sie hier. Ja, ich warte. Und hör mir die... Mr. So und... Ja, so, so. Und nimm Last um dich. Nein. Leslie hat gesagt, ich soll hierbleiben. Außerdem sind überall Soldaten. Besser, ich bewege mich nicht viel. Na, alles klar. Also. Das wolltest ich du glaube nicht? Nicht, dass es clever wäre, etwas zu stehlen, während man mich bewacht. Wer bewacht dich? Warum? Denn? Es klingelt nicht. Und warum sollte ich mich damit abschleppen? Naja, wenn mir nichts Gescheiteres einfällt. Ah, okay. Du bist ein Idiot. Gezeichnet. Dann warte. Müssen abbrechen. Camp auflösen. Ja, aber das ist alles Blödsinn, weil der das eh nicht macht. Sie müssen einen Passierschein geben, damit er sich bewegen kann. Mit den Getränke. Unbewohnte Hütte. Ey, Moment! Wahrscheinlich werde ich gar nichts bewirken. Aber es ist den Versuch wert. Gehen Sie mir aus den Augen, Flowerpot. Sie können schon reingehen, Mr. Sowieso, wie auch immer Sie heißen mögen. Danke. Mittlerweile hättest du sie auch schon seinen Namen merken müssen. Ich sehe, es gefällt Ihnen, mir in die Eier zu treten. Antworten Sie! Warum? Werden. Okay, ich warte auf... Was hatten wir? Das ist alles das Gleiche. Ich möchte mich nicht weiter mit Ihnen unterhalten. Lassen. Ja. Ziehen Sie Leine, Zivilist! Okay. Und jetzt? Ich möchte noch mal mit dem Colonel reden. Kann sein, ja. Behalt ihn im Auge, Felton! Ja. Es kann sein, dass sich jetzt was getan hat. Leslie! Der Zivilist von vorhin möchte noch mal mit dem Colonel reden. Felton, los! Der Mann hier möchte mit dem Colonel sprechen. Einen Moment, Colonel. Danke, Felton. Sie treten. Jawohl. Gut, Mr. Basco. Warten Sie hier. Merkt ihr meinen Namen? Oder seinen Namen eigentlich, eher gesagt. Mr. So und so möchte mit ihm... Wer? Ah. Sagen Sie ihm, dass ich schlafe, Aber Sie sprechen doch... Wahrscheinlich reden. Nein, Papa. Soldat Flowerpot, merken Sie sich... Treten Sie einen Moment und nimm dir... Lass uns um dich... Nein, der Name verliere ich... Boah, das ist doch nicht wahr.
Nein, so weit gehe ich nicht. Am Ende erschießen sie mich noch standrechtlich. Was? Leslie und ich haben tatsächlich ver... Ja. Nein, so weit gehe ich nicht. Also jetzt willst du am gar Ende nicht erschießen sagen. Sie mich noch standrechtlich. Schon wieder historisch wertvoll. Warum? Es klingelt nicht. Und warum sollte ich mich damit abschleppen? Noch etwas, Sir. Die Koordinaten der unbewohnten Hütte lauten 19 Grad, 24 Minuten, 33,81 Sekunden Nord und okay. 157 Grad, 2 Minuten, 15,10 Sekunden West. Ich muss das notieren, bevor ich es vergesse. Was zum Teufel geht mich das an? Und nehmen Sie den Waffenrock aus der Hose. Sie sind nicht in der Schule. Okay, also die Soldaten haben... Ich hätte so gern ein GPS. Dann könnte ich die Koordinaten eintippen und die Hütte von Kays Großvater finden. Gehen Sie mir aus den Augen, Flowerpot. Sie können schon reingehen, Mr. Sowieso, wie auch immer Sie heißen mögen. Danke. Jetzt sag bloß, ich muss mir ein GPS-Gerät noch besorgen. Wie ich sehe, leben Sie ja immer noch, Zivilist. Ja. Komm. Sind Sie... Wie sagt sie... Insel... Alles das Gleiche, alles uninteressant. Ich möchte mich nicht weiter mit Ihnen unterhalten. Lassen Sie uns eins klarstellen. Sie gehen nicht, weil Sie es wollen, sondern weil ich Sie rauswerfe. Ziehen Sie Leine! Ja, ist ja gut. Ich ziehe Leine. Oder wir ziehen Leine. Gehen wir mal zu Kai. Vielleicht hat er... Ich gebe zu, dass keiner die Insel besser kennt als er. Aber deshalb zu glauben, dass er die Hütte seines Großvaters mit Hilfe von Koordinaten finden kann? Nein, vergiss es. Okay. Hallo nochmal, Kay. Hallo, Brian, was geht denn so? Ja, was geht denn so? Ich sag's dir gleich. Nein. Ich drehe noch ein paar Runden um die Insel. Hallo, ich werde noch eine... Ja. Geh mal schlafen. Also, wir brauchen GPS. Es besteht die Möglichkeit, dass unser Soldat hier... Um den Keller zu öffnen, war er sehr praktisch. Ja, aber ich wollte eigentlich, dass du... Oder? Soldat O'Connor? Er muss doch eigentlich ein GPS-Gerät haben, oder? Ja, Sir! Ja! Ich wollte einen Professor... Nein, bitte... Oh, nein... Oh, da ist es, genau da! Du hast nicht zufällig ein GPS dabei? Teufel, Sir! Ich wusste, dass man mich ertappen würde! Entschuldige? Ich bin wirklich dumm gewesen, Sir! Ich hätte es Ihnen früher sagen müssen, Sir! Mir was sagen? Ich habe es verloren, Sir! Das GPS? Ja, Sir! Ich schwöre, ich habe es heute Morgen mitgenommen, weil ich vor dem Mittagessen noch Koordinaten überprüft habe. Dann kam ein verrückter kleiner Junge angetobt und lief eine Weile hinter mir her. Vielleicht hat er einen unbeobachteten Moment genutzt und es mir geklaut, Sir. Mach dir keine Sorgen. Ich werde die Disziplinarmaßnahme standhaft und mit Ehre auf mich nehmen, Sir. Niemand wird dich unter Arrest stellen, O'Connor. Aber wenn du dich erinnerst, wo du es hast liegen lassen oder wer es dir hat klauen können, sag mir Bescheid. Sir, danke, Sir. Bleiben Sie auf Ihrem Posten, Soldat. Ich weiß, wo dein GPS-Gerät ist. Ich werde Sie beobachten. Zu Ihren... Ja. Komm, Brian. So. Der Kleine hat es hier. Und wegen Konsole. Ich kann den Bildschirm nicht sehen, aber die Geräusche deuten... Moment mal. Jo. O'Connor sagte doch, dass ihn ein wilder Junge verfolgt hat, als er das GPS verloren hat. Klar. Jetzt passt alles zusammen. Bingo. Kay und Knife haben in Lokelanis Bar Bier gefrühstückt, während Koala O'Connor gequält und ihm das GPS geklaut hat, weil er annahm, es sei eine Spielkonsole. Die Vorstellung, es ihm wegnehmen zu müssen, macht mich nicht gerade stolz. Ich habe es ihm noch nicht weggenommen und schäme mich schon zu Tode. Aber Ginas Leben und das eines Papageis sind in größter Gefahr. Ich muss es tun. Genau. Auf geht's. Ah, verdammte Göre. Der hat mir fast den Finger abgebissen. Ja, wie, war das? Ich nehme es Koala ungern weg. Ja, mach. In Ordnung.
Ich habe nichts zu verlieren, außer einem Finger. Aber was macht das schon? Der Nächste, der für Koalas Spenden sammelt, bekommt von mir eins auf den Deckel. Na super. Vielleicht. Gerne. Je weiter ich von diesem fingerfressenden Monster wegkomme, desto besser. Vielleicht sollen wir irgendwas zum Tausch geben. Aber wir haben ja gar kein Spielzeug. Obwohl? Ich hab da mal eine Idee. Einverstanden. Mal sehen, ob ich mich diesmal mit dem apokalyptischen Reiter in Zwergengestalt verständigen kann. So. Mir fällt nichts ein. Ach, Brian, du enttäuscht mich doch. Papa gern nicht, den brauchen wir. Den Affen? Können wir damit spielen? Das hat keinen Sinn. Gute Idee. Was? Wenn es jemanden gibt, der diesen Bengel in seine Schranken weisen und ihm das GPS wegnehmen kann, dann ist es Little Demon. Oha. Jetzt wird's brenzlig. Ich verzieh mich lieber. Ich würde das gerne sehen. Ich habe das Gefühl, die beiden werden sich blind verstehen. Ich hoffe, es ist nicht kaputt gegangen. Zum Glück nicht. Der Sand muss den Aufprall abgefedert haben. Little Demon wird mir fehlen. Aber wenigstens habe ich bekommen, was ich wollte. Okay, meine Freunde. Diese Folge ist zu Ende. Aber ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag.